Jo Leute, was geht ab? Schön, dass ihr wieder da seid auf meinem Kanal. Ja, ihr habt es im Titel bestimmt schon gesehen. Heute behandle ich die Fragen vom One Piece Tag. Ich wurde vom lieben One Piece Theoretiker getaggt und ja, werde die Fragen abklappern, aber ich werde mich kurz halten. Also wundert euch nicht, Leute. Da, wie gesagt, gestern kam ein Video und ja, wenn ihr heute die, sagen wir mal, 200 Likes schafft, kommt morgen ein weiteres Video. Okay, jetzt fangen wir mal an mit den Fragen. Wer ist dein Lieblingscharakter und warum? Mein Lieblingscharakter solltet ihr sehen an meinem Banner. Sabo ist wirklich meiner Meinung nach der beste Charakter, weil er wirklich, ich dachte wirklich, er sei tot, weil ich ja One Piece innerhalb von 1-2 Wochen durchgeschaut habe damals. Und ja, da habe ich nicht so viel nachgedacht und habe es alles geschaut. Und als Ace dann gestorben war, war halt wirklich so, ja, da hat was gefehlt. Und Sabo ist der Typ, der diese Lücke füllen kann. Er ist bei den Revolutionären, der sieht krass aus und er hat die Feuerfrucht, eine der geilsten Früchte meiner Meinung nach. Und deswegen ist Sabo mein Lieblingscharakter. Mein Lieblingsantagonist aus One Piece ist, ich glaube, Sir Crocodile, weil, Leute, er sieht übel cool aus, er hat so eine krasse Organisation gehabt und so, inzwischen ist er jetzt nicht der Stärkste und so, aber ich finde, Sir Crocodile war, glaube ich, der Coolste und Doflamingo irgendwie der Krasseste, würde ich sagen. Mein Lieblingszitat oder Statement in One Piece, die Stelle, wo Ruffy sich von der Flying Mary, Flying Lamp sich verabschiedet hat, das war, glaube ich, mein Lieblingszitat, aber ich weiß halt nicht genau, was er da gesagt hat. Ja, auf jeden Fall die Stelle. Was ist dein lieblingsweiblicher Charakter? Mein lieblingsweiblicher Charakter ist Robin, würde ich sagen. Ja, Robin. Robin dann gewinnt diesen Kampf gegen Bohankook irgendwie, weil Robin sieht man halt viel mehr und so. Und Leute, Robin ist einfach die Beste. Was ist dein Lieblingskampf? Mein Lieblingskampf ist Ruffy gegen Rob Lucky. Wie er ihn übelst zerberstet hat, Leute, das ist wirklich mega episch, ohne Witz. Und zum ersten Mal, also ich bin ein Typ, der Lissop nicht mag, hatet mich nicht dafür, Leute, aber ich mag ihn halt nicht. Aber er hat wirklich Ruffy in diesem Kampf sowas von geholfen. Und ja, dieser Kampf war mega geil. Mein Lieblings-One Piece Opening ist das zweite Opening. Auf Deutsch ist es einfach mega cool. Ich glaube, es wird sogar von dem Typen gesungen, der Chopper synchronisiert. Also das zweite Opening, boah, ich liebe es einfach. Was ist deine Lieblings-One-Piece-Folge? In der Folge, wo Sabo wiederkommt, wo er ja sich Ruffy zeigt und ja, dieser Moment, ne, boah, ich könnte mir das tausendmal anschauen. Dein Lieblingsfilm oder Special oder Episode auf? Ich habe nicht viele Filme gesehen von One Piece. Oder Episode of Sabo habe ich gesehen und so, aber ich glaube keine andere Episode of. Ich würde sagen, One Piece Film Set ist mega gut. Was ist dein Lieblings-Arc in One Piece? Dressrosa war mir ein bisschen zu lang, es hat sich ein bisschen lang gezogen. Auch wenn es jetzt nicht so lang war im Manga und so, aber im Anime ist es ziemlich lang gewesen. Und ja, als ich aktuell wurde, war es gerade der Anfang von Dressrosa. Ich glaube, Enies Lobby ist mein Lieblings-Arc. Ja, Enies Lobby. Was ist dein Lieblings-One-Piece-Videospiel? Ich habe nicht viele gespielt, damals auf Wii ein paar Teile, aber wirklich einen Lieblingsteil habe ich nicht. Ich mag diese Pirate Warriors, dass man so als Charakter so auf viele Leute einschlägt, dieses Samurai Warriors oder so, wovon so ein Sequel ist sozusagen, so wie Hyrule Warriors oder so. Das mag ich einfach nicht. Deswegen habe ich nicht wirklich ein Lieblings-One-Piece-Spiel. Wenn du im One Piece Universum leben würdest, welcher Crew würdest du beitreten und warum? Ich würde, glaube ich, den Revolutionären beitreten. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt passt zu Crew. Ich meine, die Revolutionäre sind die coolsten. Sabo ist da, Dragon ist da, Ivankov und so, die besten Leute einfach. Und weil es auch das Richtigste ist, würde ich sagen. Aber wenn das nicht als Crew zählen würde, dann würde ich ganz normal die Strohhutbande nehmen. Was ist deiner Meinung nach der traurigste Moment in One Piece? Ich würde sagen, Sabos Tod, beziehungsweise sein Tod als Kind in Anführungszeichen, das war wirklich, boah, ich bin echt nicht klargekommen. Und danach später noch Ace, ja, die beiden würde ich eigentlich sagen. Was ist der schockierendste Moment in One Piece? Als Sabo wiedergekommen ist, das war wirklich sehr schockierend, finde ich irgendwie schon, ja. Sabos Wiederkehr. Was ist der witzigste
Moment, und wer ist der witzigste Charakter? Ich würde sagen, Lysop. Sanji ist auch mega cool und lustig zwischendurch, aber so einen krassen, lustigsten Moment habe ich nicht. Die Folgen, die auf Deutsch damals waren, die Stelle mit Ruffy, wo er Zorro nachgeahmt hat mit "Was denn los?" Das ist die geilste Stelle und die lustigste Stelle. Ruffy ist auf jeden Fall auch übel lustig. Was ist deiner Meinung nach der unvergesslichste Moment in One Piece? Die Stelle, wo Sabo wiederkommt. Was ist deine Lieblingsfähigkeit in One Piece? Ich würde sagen, Fähigkeit ist damit Haki oder sowas in der Art gemeint. Wenn ja, würde ich Teufelsfrüchte sagen. Genauer, Feuerfrucht ist meine Lieblingsfähigkeit, weil das ist einfach so geil. Oder die Gum-Gum-Frucht in Gear 4 oder so, würde ich eigentlich auch dazu zählen. Besitzt du irgendein One Piece Merchandise? Ich kann euch das mal kurz einblenden. Ich habe eine Ace-Figur, die ist mega geil. Ich würde mir am besten noch eine Sabo-Figur dazu holen. Sieht mega cool aus. Die Sabo-Figur fand ich nicht so cool von der gleichen Kollektion, in Anführungszeichen. Da gab es so drei verschiedene Ace, aber Ruffy natürlich. Und ja, ich fand Ace am coolsten und habe mir die gegönnt und hatte sogar ein Unboxing dazu gemacht. Ist mega cool, deswegen, ja. Das war's eigentlich auch schon. Ich habe halt hier noch 4 Bänder von One Piece, aber mehr Merchandise in dem Style habe ich nicht von One Piece. Ich habe allgemein halt viel von Anime und Manga. Guckst du One Piece lieber mit Untertitel oder mit deutscher Synchro? Früher mit deutscher Synchro, inzwischen lieber mit Untertitel, weil das japanisch ist. Das Feeling kommt einfach viel krasser rüber. Die können das halt einfach irgendwie besser. Ich weiß nicht warum, obwohl die deutsche Synchro nicht immer schlecht ist. Nur bei Anime sind die irgendwie nicht so gut. Ich weiß nicht warum, bei Filmen ist absolut top, aber bei Anime ist irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, liegt das an dem Geld, weil die zu wenig Geld damit machen? Weil Animes in Deutschland werden jetzt nicht so gut verkauft. Was ist die Sache, die du am meisten an One Piece liebst? Dass so Dinge, die in Folge 1 gezeigt werden und in Folge 500 einfach so wichtig sind, dass solche Kernelemente schon Jahre vorher angekündigt wurden oder angeteasert wurden oder Coverpages zum Beispiel. Ich habe viele Videos über Coverpages, weil die einfach so viele Sachen verstecken, liebe ich auch Coverpages und kolorierte Seiten. Und ja, das ist so mit das Geilste an One Piece, meiner Meinung nach. Was ist die Sache, die du am meisten an One Piece hast? Beim Anime hasse ich es sowas von. Bei der Gear 4 Folge. Die Hälfte der Folge war einfach, wie die Stadt zerstört wird. Ich meine, okay, es ist vielleicht schwer, immer jede Woche irgendwas dahin zu machen, dass es noch gut aussieht und so. Aber das muss echt nicht sein. Beim Manga habe ich eigentlich nicht viel zu bemängeln. Ich meine, er kommt pünktlich, anders als Hunter x Hunter oder so. Er kommt wöchentlich, zwischendurch fällt es aus, nicht so schlimm. Was gut wäre, wenn es farbig wäre, aber bis wir das kriegen, da könnten wir eigentlich nicht auf Wöchentliches warten. Deswegen eigentlich nicht, zumindest am Manga. Belegt One Piece den Nummer 1 Spot deiner Top 10 Anime-Manga-Liste? Ich habe eine Top 20 Anime gemacht, aber ich pack da meistens nicht One Piece rein, weil es sowieso schon so weit oben ist. Es ist halt so wirklich einer der besten Anime überhaupt, beziehungsweise Manga. Das kann man eigentlich fast schon gar nicht übertreffen. Ich meine, ich liebe Hunter x Hunter, ich liebe Naruto Shippuden oder ja, einige andere Animes, aber von Langzeitanime her ist One Piece meine absolute Nummer 1 zusammen mit Naruto und Hunter x Hunter. Ich weiß nicht, ich kann die drei irgendwie nicht auseinanderhalten. Das Ding ist, wenn ein Werk abgeschlossen ist, findet man es automatisch geiler. Das heißt, wenn One Piece erstmal fertig ist, dann wird das wahrscheinlich die unberührte goldene Nummer 1 bleiben. Außer es kommen noch geile Titel. Dieses Jahr kommt zum Beispiel Boku no Hero Academia und so. Darauf freue ich mich auf jeden Fall noch und ja. Das war's von dem One Piece Tag, würde ich sagen. Und ja, ihr könnt mir gerne auch auf Twitter folgen. Für die neuesten Updates ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Das war's von mir und wir sehen uns beim nächsten Mal.